Herzlich willkommen zurück, liebe Burgbesatzung, liebe Zuschauerschaft. Wir sind zurück in Pentiment mit unserem Andreas Mahler und sind jetzt hier in den Abendstunden und haben, ja, dieses Abendbrot, die Vesperzeit verbracht mit der Gattin, Frau Salomea, vom verstorbenen, umgebrachten Baron Lorenz und haben zumindest ein paar interessante Details erfahren. Das war also wirklich nicht umsonst. Und jetzt sollten wir uns schlafen legen. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, mit jemand anderem noch darüber zu sprechen. Aber ich vermute leider, dass wir dazu keine Gelegenheit finden werden. Denn meine Vermutung ist, dass ja, wir uns jetzt hier schlafen legen sollen und erstmal die Ermittlungen auf morgen vertagt sind. Ja, und wir haben wirklich eine Menge Arbeit vor uns. Dementsprechend werden wir jetzt auch keine Umwege machen. Wir werden uns jetzt hier in Richtung Schlafgemach bei den Gärtners, bei der Bauersfamilie bewegen. Ja, bei den anderen ist auch überall hier schon Feierabend. Auch beim Zimmermannhaus. Ist zwar noch Licht, aber da sind die Türen verschlossen. Also geht's zurück zum Gärtnerhof erstmal. Ach, guck mal, da schläft wieder der alte Peter, der Großvater hier. Es regnet hier immer noch überall rein, wie unangenehm. Aber alle schlafen schon. Gut, dann wollen wir uns mal leise in unser Gästezimmer verkriechen. Ich glaube, hier in unserem Zimmer gibt es auch nichts Neues. Diese Kommentare hier haben sich nicht geändert bislang. Zu den Büchern und dieser Unordnung. Also sollten wir im Schlaf neue Kraft gewinnen. Genau, wir gehen zu Bett. Was für ein aufregender Tag heute für uns. Das konnte natürlich keiner ahnen, dass das so eine spektakuläre Wendung hier nimmt. Oh, was ist denn hier los? Andre? Guten Morgen? Oh, es ist nicht morgen. Es ist mitten in der Nacht, Ursula. Tja, was macht ihr denn hier oben? Hä? Stapf. Verstehe. Haha. Das ist ja süß. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Würde euch das beim Einschlafen helfen? Die Geschichte des kleinen Mädchens erzählen, das den schläfrigen Künstler heimsucht. Oh, das ist aber fies. Was ist denn die Geschichte von der Katze und der Wiege? Das weiß ich jetzt nicht. Das hat irgendwas mit unseren flämischen Wanderjahren zu tun. Jetzt bin ich ja selber mal gespannt. Oh. Weit im Norden, in Flandern, wo Lenhards Mühle stand, gibt es eine Stadt am Meer. Jetzt frage ich mich auch, wer ist Lenhard? Das soll er hier sein. Schön gezeichnet übrigens. Oder ist das der örtliche Müller hier, damit sie sich was drunter vorstellen kann, dass das noch weiter nördlich ist als seine Mühle? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, so ist es gemeint. Vor 100 Jahren gab es dort am Fest der heiligen Elisabeth eine große Flut. Wisst ihr, wie wütend euer Vater wird, wenn das Wasser durch euren Hof fließt? Nun, es war so, aber viel schlimmer. Hätte euer Vater die Flut der heiligen Elisabeth gesehen, hätte er wahrscheinlich auf der Stelle alle seine Haare verloren. Das Wasser stieg so hoch, dass alle die Stadt verlassen mussten. Viele Familien verloren ihr Zuhause. Als die Wassermassen verebbten, machten sich die Stadtbewohner auf die Suche nach Überlebenden. Würdet ihr glauben, dass sie die Wiege eines Babys im Wasser schwimmen sahen?
Ich weiß, es strapaziert die Glaubwürdigkeit, aber gleich wird es noch seltsamer. In der Wiege stand eine Katze. Sie sprang hin und her, damit die Wellen nicht hineinschwappten. Die Stadtbewohner konnten es nicht glauben, also ruderten sie langsam bis zur Wiege. Und als sie hineinschauten, sahen sie ein winziges Baby. Warm und trocken. Was? Jedenfalls nannten sie die Stadt deshalb Kinderdeich. Okay. Es ergibt mehr Sinn, wenn ihr Niederländisch spricht. Ist sie erstmal weggelaufen. Ach Mann. Schade, das hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Oder wie Andreas sich das gewünscht hat, glaube ich. Ja, Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Ja, können wir Ursula nochmal drauf ansprechen? Andrea. Ja, aber Gesprächsbedarf hat sie nicht. Ich glaube, sie ist ja auch noch im Begriff, Sprache zu lernen. So, wir können auch mit Eva und Clara hier drüben sprechen. Hallo, Andreas. Morgen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Gut, es reicht. Ich habe noch so viel zu tun und kaum Zeit, um alles zu schaffen. Der Sturm hat die Stadt verwüstet. Zu Hause regnet es durchs Dach. Und dann noch all die Wolle. Herr im Himmel. Wie war das mit der Wolle? Die Mutterschafe lammen bald. Daher haben wir sie letzte Woche geschoren. Es hat eine Ewigkeit gedauert, die Wolle zu waschen. Wisst ihr, wie nasse, dreckige Wolle riecht, Andreas? Ugh, wirklich schlimm. Jetzt, da sie sauber ist, müssen wir sie spinnen und das dauert auch eine eigene Ewigkeit. Herr, ich weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. Aber sicherlich arbeitet ihr doch nicht allein, oder? Ach, manchmal vergesse ich, dass ihr aus Nürnberg seid, Andreas. Clara, Hedi, Veronika, Kati, sogar die kleine Ursula kommt, obwohl sie mehr für Unruhe sorgt als alles andere. Zumindest geht die Arbeit leichter von der Hand, wenn Frauen zusammenarbeiten. Plaudern hilft da ungemein. Manchmal bekommen wir sogar Besuch. Was denn für Besuch? Dann und wann kommen die Männer aus der Stadt vorbei. Peter, Jörg, manchmal sogar Otto. Ja, sind wir daran interessiert? Warum denn eigentlich nicht? Wusstest du nicht, dass Männer eingeladen sind? Kann ich auch kommen? Kommt doch auch. Die anderen würden sich sicher ebenfalls über eure Gesellschaft freuen. Johann Bauer wird ein Auge auf uns haben. Solange ihr draußen bleibt, wüsste ich nicht, warum ihr uns nicht besuchen solltet. Okay, da geht's also schon ein bisschen gesittet zu. Das ist jetzt nicht irgendwie Sodom und Gomorra mäßig. Ja gut, dann bin ich dabei. Das versprechen wir mal. Das klingt doch nach einer schönen Gelegenheit, mal mit den Frauen ein bisschen zu plauschen hier im Ort. Wie schön. Die anderen freuen sich sicherlich auch, euch zu sehen. Und ich bin gern in eurer Gesellschaft. Ach, das ist ja nett, Eva. Wir treffen uns bei Johann Bauer. Kommt morgens oder nachmittags vorbei und sprecht mit Johann. Ich muss zurück an die Arbeit. Schön, dass wir uns getroffen haben, Andreas. Ja, auf bald, Eva. Den Kreis besuchen, der Spinnkreis. Das erinnert mich irgendwie an so einen Strickkreis oder sowas. So ein ich hätte bald gesagt, so ein Kreis von älteren Damen, die irgendwie sich zum Stricken treffen oder so. Ja, zum Glück sind es hier nicht nur alte Damen. Der Spinnkreis. Einige Bäuerinnen haben mich eingeladen, mit ihnen Wolle zu spinnen und ein wenig über die Stadt zu plaudern. Ich könnte vielleicht erfahren, wer Lorenz tot gewollt haben könnte. Wir haben ja auch schon gehört, die Frauen sind eine gute Gesprächsquelle dafür. Ich sollte ihm sagen, dass ich teilnehmen möchte. Ja, okay. Aber zuerst sprechen wir noch mit Clara. Ich hoffe, wir sehen uns im Spinnkreis, Andreas. Ah ja, die freut sich auch schon. Na super. Hat sie natürlich auch direkt mitbekommen hier. Ja, und auf dem Feld sind wieder Peter und sein Sohn Jörg.
die, glaube ich, nicht wirklich was zu erzählen haben, vermute ich mal. Ah doch, Jock hat was zu sagen. Hey Andreas, habt ihr heute schon die Mädchen gegrüßt? Eva und Clara? Nein, die Hühner. Petrus, Jakobus und Johannes. Okay. Wer auch immer Jakobus hier sein soll. Sie mögen es, wenn man ihnen den Rücken streichelt oder unter der Brust krault. Du hast deine Hühner nach den Aposteln benannt? Ja, wir könnten ihm mal vorschlagen, nicht nach guter lokaler Flora. Schafgarbe, Augentrost und Lichtnelke würden doch passen. Die kenne ich nicht. Ich nenne sie nach den Farben. Die gelben auf den Wiesen gibt es, die lilanen. Aber von den Aposteln höre ich jeden Sonntag in der Messe. Sie haben größte Ruhmestaten und schlimmste Stunden gesehen. Achso, sie haben Jesu größte Ruhmestaten. Ja, okay. Verstehe. Und ich dachte mir, so ist das auch mit den Mädels und mir. Sie sehen alles, was ich hier anstelle. Okay. Was ist das denn für ein süffisanter Kommentar? Vollkommen logisch, Jörg. Du und Jesus Christus, ihr habt so viel gemein. Ja, ich glaube, wir weisen ihm mal lieber vorsichtig darauf hin, dass er das vielleicht nicht dem Priester unbedingt aufbinden sollte. Als Ratschlag. In Ordnung, ich verstehe schon. Von nun an nenne ich sie nach den Blumen, die ihr gesagt habt. Ich wusste nicht, dass deine Familie Eier isst. Was macht ihr mit all denen? Ach, die verkaufen wir an die Bauers. Clara sagt, wir brauchen das Geld für die Steuern. Nun, ich sollte mich ans Werk machen. Bis später, Andreas. Bis dann. Ah, interessant. Also die machen hier so einen kleinen Nebenerwerb über ihre Hühner und die Eier, die hier produziert werden. So, was hat denn hier Peter noch zu vermelden? Gott segne euch. Nichts Besonderes. Ich probiere mal aus, ob wir jetzt direkt zu Johann gehen können. Der hier drüben schon da ist und sein Sohn Hans steht hier auch und guck mal. Hey Andreas! Wie geht es dir, Hans? Beschäftigt mit der Feldarbeit? Schon. Magst du sie? Ne? Die Feldarbeit? Darüber habe ich nie nachgedacht. Papa sagt, sie muss gemacht werden, ob es mir gefällt oder nicht. Worüber denkst du denn nach? Worüber denkst du denn nach? So rum. Onkel Franz sagte, vielleicht kommt heute Brigitta mit der Wäsche helfen. Sie ist Martins Frau, richtig? Wirkt nett. Schon. Zumindest netter als Veronika. Okay. Ich wünschte, Brigitta würde hier wohnen und nicht sie. Tja, wollen wir ihn jetzt ermutigen? Dann denk mal weiter über die Frau deines Cousins nach. Oder wollen wir das lieber unkommentiert lassen? Ich lasse das mal lieber unkommentiert. Bis später, Hans. Leb wohl. Okay, interessant. Das hier ist Hedi. Das ist ja nicht Veronika. Das ist die Frau von Johann. Das da ist Veronika. Die mag er nicht. Das ist ja auch interessant. Und ich sehe euren dürren Hintern hoffentlich beim Spinnkreis, Andreas, sagt Hedi zu uns. Okay. Wir sehen uns dann beim Spinnen, Andreas. Ja, ohne dass wir auch nur einen Fuß vorher aus dem Haus gesetzt haben, wissen jetzt schon alle Frauen Bescheid. Das ist ja wirklich wie in der... Wie bei den Klatschbasen hier. Alle wissen sie auf einmal, dass ich mich da angemeldet habe. Andreas, ich habe mich schon gefragt, wann ihr auftaucht. Die Gänseschar hier meinte, ihr wolltet ihnen beim Spinnen zusehen. Ganz unter uns. Hedi wird euch nicht so leicht gehen lassen, wenn sie euch erst in ihren Klauen hat. Ich hoffe, ihr habt ein paar Stunden Zeit, um es euch gemütlich zu machen. Hm.
Ja, wir sind jetzt morgens da. Ich würde das ehrlich gesagt aber lieber nachmittags machen, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie einen schlechten Eindruck beim Abt erwecken, indem ich total zu spät da in der Abtei auftauche. Im Augenblick habe ich keine Zeit, vielleicht ein andermal. Ich will euch nicht drängen, Meistermaler, aber kommt auf jeden Fall vor Sonntag vorbei. Ja, okay, das sollten wir aber hinbekommen. Gut, dann gehen wir mal Richtung Almende. Und ich glaube, tja, wie sieht es in unserem Journal aus? Ich glaube, am ehesten wollten wir ja eigentlich mal mit Cecilia sprechen. Andererseits müssen wir uns auch wieder im Skriptorium melden. Schwierig alles. Gut, hier ist Klaus Drucker. Sagen wir dem auch nochmal Hallo. Guten Tag, Andreas. Der hat aber nichts zu uns gerade zu sagen. Vater Thomas steht hier. Gott mit euch, Andreas. Den lassen wir auch mal hier in Ruhe. Begeben uns in Richtung Abtei. So, wir sagen auch Till nochmal guten Morgen. Hallo Meister Maler, mit dem hatten wir uns ja am letzten Tag morgens so ausgiebig unterhalten über seine Liebe für Bücher. Interessanterweise. Und jetzt geht es auf zur Abtei. Tja, wollen wir jetzt erst zu Cecilia gehen? Eigentlich sollen wir hier auch überall den Untersuchungen nachgehen, ne? Dann würde ich sagen, wir haben ja, ich weiß gar nicht, haben wir bis heute Morgen frei oder bis zum Nachmittag in der Abtei? Der Gernot hatte uns das ja gesagt, dass wir bis heute zu einem gewissen Zeitpunkt nicht vorbeischauen sollen. Dann gucke ich jetzt aber nochmal nach, ob die Priorin zu Hause ist. Ja. Mit ihr wollten wir ja auf jeden Fall sprechen. Das wäre mir jetzt am wichtigsten. Denn sie hat auf jeden Fall Reaktion gezeigt, als Lorenz aufgetaucht ist in der Abtei. Sehr abweisend. Und sie weiß von etwas, da bin ich mir sicher. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Mir fiel auf, dass ihr die Schwestern hineingeholt habt, als ich mit dem Baron ankam. Was betrifft es dich? Da der Baron ermordet wurde, scheint mir der Grund schon interessant. Wir machen das mal wieder mit unserer tollen Rhetorik. Ihr habt ohne Worte viel gesagt. Und nun werde ich noch mehr sagen. Guten Tag, Andreas. Okay. An der Wand kommen wir, glaube ich, nicht vorbei. Ich probiere es noch ein zweites Mal, aber ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Wir fragen trotzdem noch mal nach. Ich muss erneut mit euch über den Baron sprechen. Da der Baron gerade ermordet wurde, scheint mir der Grund schon interessant. Warum? Vertraut ihr nicht auf das Urteil des Abtes? Gegenfrage? Na, darum geht es nicht, genau. Ich will nur verstehen, was geschehen ist. Ich ebenso. Ich teile die Sorgen über die Gedanken des Abtes zu Bruder Pieros Schuld. Aber du musst vorsichtig sein, wie du vorgehst. Der Abt wünscht, dass nichts die Untersuchung des Erzdiakons stört. Das schließt dich ein. Okay, dann versuchen wir mal die Hand auszustrecken. Dann helft mir, wir bitten Sie. Helfen wobei? Jemand anders des Mordes zu bezichtigen? Naja, ihr wisst, dass nicht Piero den Baron ermordete. Es muss jemand anderes gewesen sein. Ich werde niemanden sonst zum Tode verurteilen.
Ich bitte euch nicht, jemanden zu verurteilen. Helft mir nur zu verstehen, was geschah. Ich bin eine einfache Nonne. Warum glaubst du, dass ich dir helfen kann? Sollen wir nochmal auf diese Geschichte mit dem Baron abzielen? Das hat ja schon einmal zu einer ziemlich abweisenden Reaktion geführt. Wir halten das allgemeiner. Ihr wisst, was im Kloster geschieht, besser als alle anderen. Besser als der Abt. Der Abt sieht nur die Brüder. Ihr müsst über die Schwestern wachen und wissen, was mit den Brüdern geschieht. Wohl wahr. Na schön, ich hatte Grund, wegen der Anwesenheit von Baron Rotvogel Bedenken zu haben. Der Baron fügte einer der Schwestern unumkehrbares Leid zu, als er zuletzt hier war. Der Schaden war so groß, dass sie uns für einige Zeit verlassen musste. Sollen wir nicht sagen, was für Leid? Ah, ich bin jetzt schon ein bisschen vorsichtig, zu viel zu fragen, weil sie dann vielleicht wieder abwehrend werden könnte, ne? Wir hören uns das erstmal an. Sie will jetzt ja offensichtlich darüber sprechen. Deshalb entzog ich die Schwestern seiner Präsenz, sobald ich konnte. Welche Schwester? Kann ich mit ihr sprechen? Oder gibt es welche, die auf Rache sinnen könnten? Was fragen wir denn da? Schwer. Ja, fragen wir mal nach der Schwester, um die es da angeblich geht. Kann ich mit ihr sprechen? Nein, Andreas. Ich denke nicht, dass das angemessen wäre. Na schön, ja, wir wollen jetzt nicht zu pikiert reagieren, aber jetzt gar nichts zu sagen. Ich glaube, hier ist der Zeitpunkt, wo wir schon darauf hinweisen, dass es uns wenig hilft, wenn wir nicht wissen, was geschah und wem es geschah. Ich verstehe, dass du dir mehr Wissen erhofft hast, aber ich fürchte, mehr kann ich dir nicht guten Gewissens erzählen. Vertraut mir, wenn ich sage, dass das Opfer dieses Vorfalls den Baron nicht hätte töten können. Das muss ich mir mal aufschreiben, notieren. Also. Das Opfer des, ich nenne es jetzt mal, ich schreibe mir das mal gerade hier handschriftlich auf, des sogenannten Nonnenvorfalls, kann laut Mutter Cecilia den Baron nicht getötet haben. Das heißt also, da könnte man eventuell schon mal eine verdächtige Person ausschließen, wenn man ihr darüber Glauben schenkt. Ja, immer unter der Annahme, dass das korrekt ist. Ich brauche mehr als das. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über sie, über den Vorfall? Ja, wir haben in der Bibliothek Aufzeichnungen über alle Schwestern. Aber das hilft euch nichts. Ihr dürft nicht hinein. Das klingt jetzt nach einer naiven Frage, aber wir sind ja hier unter uns. Könnte ich Schwester Illuminata fragen, um sie zu sehen? Sie wird sie dir nicht geben. Unsere Aufzeichnungen sind nicht dazu gedacht, dass Außenstehende sie durchstöbern. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Schwester Illuminata erzählte mir von einem geheimen Eingang zur Bibliothek. Oh, und du weißt, wo der ist? Ist das eine Fangfrage? Natürlich, sie erzählte mir alles. Oh, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Ich glaube, das wird Illuminata nicht gefallen, weil sie bestimmt Ärger mit der Priorin Cecilia bekommt. Ich bleib mal so unbestimmt wie möglich und sage noch nicht.
Gut. Schwester Illuminata ist eine treue Wächterin ihrer Domäne. Wir können grummeln. Wir können so ein bisschen drohen und sagen, wenn ihr mich nicht einlasst, werde ich meinen eigenen Weg hineinfinden. Oder wir können einfach ein bisschen offener bleiben. Das würde ich jetzt bevorzugen. Na schön, dann muss ich wohl selbst herausfinden. Das muss ich wohl selbst herausfinden. Danke für eure Hilfe, Mutter Cecilia. Möge Gott dich segnen, Andreas Mahler. Okay. Irreparabler Schaden. Also, ich muss die Bibliothek durchsuchen, um herauszufinden, ob es Aufzeichnungen über die Nonne gibt, die Baron Rotvogel verletzt hat. Ich müsste mich hineinschleichen, nachdem die Nonnen zum Komplett gegangen sind. Ich brauche nur einen Zugang. Okay, machen wir uns auf den Weg. Wir gehen wieder. Ganz viel schlauer sind wir nicht. Aber wir haben einen der Hinweise zumindest ansatzweise weiterverfolgt. Und jetzt müssten wir eigentlich im Dorf nochmal ein bisschen herumfragen gehen. Und neue Hinweise in Erfahrung bringen, liebe Leute. Aber wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde mich also jetzt erstmal von den YouTube-Zuschauern verabschieden und auch gleich den Stream beenden, denn es ist jetzt bereits halbe Stunde vor Mitternacht und wir haben jetzt schon einige Zeit lang gestreamt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine spannende Geschichte und ein spannender Mordfall, der sich jetzt hier entspinnt. Also wir haben jetzt schon mitbekommen, da ist irgendwas mit den Nonnen passiert und dem Lorenz und der ist fremdgegangen überall. Naja, überall wissen wir nicht, aber an einigen Stellen wohl, an einigen Orten. Der hat ganz schön was auf dem Kerbholz gehabt. Und dann ist noch die Geschichte mit Bruder Ferenc, dem Prior, dem, ist das der Prior? Ich muss mal gerade gucken, ob ich jetzt die Begriffe nicht wieder durcheinander werfe. Ja genau, dem Prior, der hier über das Skriptorium wacht. Und der irgendwelche Rituale für Lorenz durchführen sollte. Und es gibt Streitereien im Dorf mit Lorenz, gab es in der Vergangenheit. Also da sind einige Leute, die theoretisch noch ein Motiv hätten. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich eins nach dem anderen davon ausschließen. Ich bin gespannt. Mir macht das Spiel sehr, sehr viel Freude. Ist ein richtig schönes Mystery-Adventure in diesem tollen 16. Jahrhundert-Setting, in dem wir auch so viel über die darunterliegende Geschichte einfach erfahren. Das ist richtig cool gemacht. Gut, liebe Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich schon mal, wie gesagt, von euch YouTube-Zuschauern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.